Ihr wollt wissen, warum ich hier die Kupferbarren schredder? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, weil wir noch viel mehr vorhaben. Den kleinen Hinweis vom Herrn Spielkind mal genauer angucken, weil ich war ja richtig clever. Ich habe gesagt, packe hier mal Kabel rein, weil Schrauben hast du noch. Ich habe Schrauben reingepackt. Und jetzt kommen viel zu viele Schrauben hier rein, aber keine Kabel. Und was fehlt? Kabel. Das ist ein bisschen ungünstig. So, das rausnehmen. Die behalten wir, weil wir müssen ja sowieso am Dingens bestimmt auch wieder Kabels ziehen. So, gleichzeitig gehen wir hier hin und sagen einmal, sagen wir noch nicht. Erstmal sagen wir, was wir so an Schrauben haben, hätten wir auch, das sagen wir doch. Also, hier packen wir einmal Schrauben rein. Da nehmen wir einmal Schrauben raus. Da waren sie. So. Es laufen mächtig viele Schrauben rein. Aber auch endlich wieder Kabel. Und guck mal, auf einmal werden Computer produziert. Wie konnte das denn passieren? Schmeißen wir hier mal Schrauben rein, ne? Was ich doofe daran ist, ich habe jetzt Schrauben, die ich gar nicht brauche. Und keinen Platz für anderes. Also, ja, ich habe noch ein bisschen Platz. So. Ich hätte mich vielleicht gewundert. Aber wir könnten schon mal, Quatsch, wieder ein bisschen was für Treibstoffgeneratoren mitnehmen. Und zwar, wir brauchen wieder 33. 165 Computer. Ich habe 7. Falsch, ich habe 12. Das sind noch keine 10%. Ungünstig. Und bei den schweren Rahmen, die sind ja auch nicht so schnell. Okay, vielleicht sollte ich anfangen und den ganzen Spaß hier umbauen. Mal ein bisschen mehr raushauen. Ja, wie viel haben wir davon jetzt? Oh, das geht ja immerhin schon. Da sind wir sogar schon über die Hälfte. Moment, hier. Hapert's doch auch immer an Schrauben, oder? Rein damit. Guck mal. Es war natürlich so geplant, dass ich auf jeden Fall Schrauben dabei habe. Das ist natürlich praktisch hier, dass hier ein Container steht, in den man Schrauben reinschmeißen kann. Guck mal eine an. So. Kommen jetzt auch wieder ein paar mehr rein. Ab und zu geht da mal was weg. Okay. Der hier ist fleißig. Wie sieht das da aus? Okay, der hat noch ein bisschen was zu tun. Habe ich dafür eigentlich ein Alternativrezept, das mir helfen könnte? Nein, haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Schade. So, aber wenn wir schon hier sind, machen wir heute doch mal ein bisschen was hier in der Ecke. Und zwar, hier werden Stangen in, nein, hier kommen Stangen raus, so. Okay. Wir
könnten auch schon mal hingehen, das Eisen ein bisschen beschleunigen. Dass hier mehr rauskommt, dann funktioniert hier auch wieder mehr. Aber wenn wir das sowieso umbauen können oder wollen. Ich will das da angucken, das ist aber auch wirklich langsam. Und wir haben hier noch einen kompletten Knoten. Ja, wenn auch unrein. Oder nee, normal ist es sogar. Den haben wir ja noch frei. Wie sieht das hier hinten aus? Den Knoten, der ist ja eigentlich nur zum Schreddern da, was ja auch vollkommener Schwachsinn ist. Warum gehe ich hier nicht einfach hin? Reiß den ganzen Shit ab. Das packe ich da mit aufs Band. Dann kommt schon mal mehr da unten rein. Und dann kann ich das von da auch noch drauf packen. Das ist wahrscheinlich auch alles noch Mark 1. Genau. Wie viel haust du eigentlich raus? 60. Daraus könnte ich 120 machen. Schmelzen die denn alle gleichzeitig? Oder? Ach nee, guck mal, da gehen sogar welche aus. Was von da oben kommt, ist auch nicht mehr so viel. Da hat nicht mal alles viel mehr. Macht nichts. Also, wir brauchen 1, 2, 3 mal Mark 2 an der Stelle. Okay. 3 mal Mark 2. Schaffen wir. Komm. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Produktion. Da. Mark 2. 3 Stück davon. So, was brauche ich? Es fehlen mir tatsächlich nur die mobilen Miner, 6 Stück. 6 Stück brauche ich aber nicht, ich brauche nur 3. Ich brauche nur 3. Ich brauche nur 3, ist Quatsch. Ich brauche nur 4. Weil ich kriege von den 2, die ich upgrade, jeweils einen wieder. 1, 2, 3. Wahrscheinlich habe ich mich Ich nehme den 5. vorsichtshalber mit. Wahrscheinlich renne ich trotzdem noch mal hin und her. Ah, das schaffen wir schon. Ey, ich habe gebremst. So. Also hier, meiner Mark 2. Dort, meiner Mark 2. Und hier. Meiner Mark 2. Dann sagen wir, nein, Logistik. Den Fusionator hier drauf. Das reicht. Da sagen wir einmal den Strommast updaten. Und die Stromleitung von hier aus. Na, dahin. So, du läufst los. Passt. Ich will nur noch dich davon überzeugen, dass du darauf keinen Bock mehr hast, auf den Quatsch hier. Okay, das ist sehr spooky. Ja. Das war so ziemlich das Schwachsinnigste, was ich jemals gemacht habe. Das haut nicht hin, aber den packen wir da weg. Schön da rein. Und dann machen wir Platten da weg. Dann kannst du schön leer laufen. Ja, ist vollkommener Quatsch, das hier noch laufen zu lassen. Aber dann habe ich den Scheiß wenigstens nicht in der Tasche. Du machst Eisenstangen. Ja, wenn ich hier sowieso irgendwas mache, was weggeschmissen wird. Da gehen wenigstens 3 Stück von weg direkt. Hopp, weg. Und wo sind die 100? Wo sind die 100? Direkt wieder rein. Ich will den noch wegkriegen. Ha! Die 106 Platten sind jetzt nicht so schlimm.
Du machst auch Platten. Lass da lang laufen. Okay. Packen wir weg. Dann geht das da schön auf das Band. Und geht hier hoffentlich schnell genug weg. Die dürften jetzt alle schmelzen, oder? Auf dieser Seite. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum kommt hier hinten nichts an? Kommt doch. Oder muss ich die Bänder noch updaten, dass das hier schneller wird? Komm. Da ist schon 3, da ist auch 3, da auch, da ebenfalls, dort auch. Müssen wir mal schneller zu machen. Warte mal, wie viel haue ich denn jetzt eigentlich hier rein? Gehen wir mal gucken. Du Kollege sagst mir. Dass du 120 Teile pro Minute machst. Es gehen über das Band mehr raus, aber nämlich 270. Und du machst auch nochmal, also sind schon mal 240. Ab jetzt wird es zu voll, das heißt, ich muss dieses Band schneller machen. Und dieses. Und dementsprechend auch. Dieses. Ja, hier hinten müsste ich das eigentlich nicht mehr, aber okay. So. Also nochmal 240, 360. 480 passen auf dieses Band drauf. Dann gehen wir nochmal. Latschen mal. Wie viele habe ich jetzt eigentlich noch? Wir haben noch einen Miner dabei. Okay. Die beiden Kollegen. Ist das hier nur unrein oder sowas? Weil das ist schon sehr, sehr langsam. Wer kommt denn hier raus? 30, also unrein. Das heißt, wir könnten nochmal 160 dazu packen. 120. Ja. Dann schauen wir mal, haben wir denn hier da genug für die Werkstatt? Und dann brauchen wir mobile Miner. Wow, jo, haben wir. Dann den Kollegen da drauf. Was fehlt? Die Rohre. Haben wir. So. Dann haben wir den schon mal. Jetzt kommt wieder der doofe Teil, dass du danach einen über hast. Das gefällt mir ja nie, ne? Weil ich muss 2 dabei haben, damit ich den updaten kann. Also machen wir den blöden Weg und schmeißen das Ding erstmal weg. Dann haben wir einen schon in der Tasche. Machen einen zweiten dazu und haben nicht genug von den Rahmen. Wenn ich jetzt versuche, hier wieder einen draufzustellen. Nicht genug Stahlbeton, kein Problem. Nicht genug Rohre, kein Problem. Problem sind die anderen Dinger. Also einmal da hochlatschen. Auch das ist kein großes Problem. Können wir hier lang. Und dann gehen wir einmal da dran. Holen uns so einen Satz da raus. Komm, die gehen wieder rein. So. Die hätten wir schon mal. Genau. 20 von den anderen Dingern.
Hier war doch irgendwo, da kamen wir doch relativ zügig dran. Wie viele liegen denn hier noch rum? Oh, guck mal. So, so und hier wieder runter. Fupp, fupp, fupp. Da rein. Juhu. Und da sind auch die 20 dafür. Ich liebe diese viel zu große Hitbox. Um drauf. Strom haben wir. Und dann einmal den Spaß wieder da anschließen. So, jetzt gehen hier immerhin 120 lang. Ne, weil da 60. Da 60. Das heißt, wir nutzen unten das eine Band voll aus. Wäre. Okay. Dann schmeißen wir da also jetzt 480 rein. Dort vorne. Und das staut sich noch nicht zurück. Den Spaß könnten wir auch mal abbauen. Warte mal, wie haben wir das denn? Also, der Kollege sagt, er braucht 30. Wir kriegen 480. Wir hatten, was habe ich gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 240. Das heißt, auf der Seite sind auch 8. Wenn ich jetzt hingehe, das hier wegziehe, dann einfach auf der Seite den Kollegen nämlich auch dazu bringe, den gleichen Shit zu machen. Ja, muss ich die Scheiße eben wegschreddern. Who cares? Weil Schredder steht da vorne. Und Schredder hat hoffentlich noch Platz, um ein Band zu nehmen. Schauen wir mal. Wo haben wir hier? Förderlift, einmal rein. Bitte in diese Richtung. Danke sehr. So. Dann gehen wir einmal hier hin. Und teilen dir freundlich mit, dass du ab hier out bist. Und obwohl, nee, das war Quatsch. Viel besser ist doch, wenn wir den nehmen. Hier lassen wir hier vorne hinlaufen. Und dann Quatsch. Zack, zack. Da ran. Und weg geht die Scheiße. Dann lassen wir eben den Kram hier hinten leer laufen. Machen schon mal hier die ganze Vorbereitung. Das kann raus. Ja, dann können wir halt nämlich alles etwas größer machen. Weg damit. Weg damit. Hin und sagen einmal von hier aus das Band direkt hier drüben rein.
da sind wir. Einmal hier rum. Da geht schnell raus. Also machen wir auch schnell raus. Auch schnell raus. Sehen wir mal zu, dass wir den Spaß hier schnell wegkriegen. Okay. Das ist natürlich dämlich hier. Und ja, tschüss, weg damit. Bringen die wenigstens noch ein bisschen was ein. Und dann können wir nämlich von hier aus den Spaß hier reinleiten und da hochbringen. Mark 4 ist das schon. Oben geht natürlich noch nicht genug weg. Aber das ist dann was, worum wir uns später kümmern können. Sobald hier der Spaß komplett leer gelaufen ist. Ist halt, dass sie noch nachproduzieren. So. Wie sieht das mit den hinteren aus? Oder seid ihr zuerst fertig? Nein, ihr seid zuletzt fertig. Natürlich seid ihr zuletzt fertig. Okay. Ja, sobald wir das haben. Ah, guck mal, das können wir noch reinschmeißen. Was haben wir hier noch? Eisenerz. Eisenerz brauche ich gerade wirklich nicht. Ja. Also, sobald du fertig bist, also sobald die alle fertig sind, kann ich denen sagen, macht jetzt mal Eisen. Und dann geht der Spaß darüber. Und im Moment geht der Spaß halt einfach weg. Ja, habe ich noch genug? Ah, das wird nicht reichen. Nope. Aber auch das ist kein Problem. Die holen wir uns jetzt einfach vom Band. Haben wir ja oben. Ach, guck mal, hier liegen ja welche rum. 24 war, glaube ich. Ja, nehmen wir mal 50 Stück oder so mit. Und das Gute ist, dass das schon mal bis hierhin gestaut hat. Das heißt, da hinten die Produktion läuft gut, hier vorne die Produktion läuft gut. Die Produktion läuft nicht ganz so gut, weil Schrauben fehlen, aber das Problem lösen wir ja gerade irgendwie so halbwegs. Beton könnte besser sein, aber okay. Sind wir hier. Guck mal, da war schon mal keinen vernünftigen Input mehr. Also sagen wir da nochmal, zack, weg damit. So, jetzt hängt es eigentlich nur an den etwas langsamen Liften bei dem. So, du bist fertig. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Du bist leer. Du bist leer. Leer. Na, du hast noch ein bisschen was rauszuhauen. Aber die brauche ich jetzt halt wirklich nicht zu beschleunigen. Ja, du bist noch am Machen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch noch ein bisschen was zu tun. Und bei dir hier hinten. Ja. Was haben wir hier?
Eisenerz. Weg damit. So. Dein Ernst? Was machst du so einen Krach hier? Gehst du mir nicht mehr auf den Zeiger. Das ist nett von dir. Haben wir das auch erledigt? Also das Vieh. So. Hm, du bist noch dran. Du bist leer, das ist gut. Du bist auf der Seite leer, das heißt, du musst nur noch da leer laufen. Ne? Okay. Du bist fast leer. Während ihr ganz leer werdet, jetzt sehe ich ja, wenn hier unten nichts mehr ankommt. Es wird schon weniger, wird schon deutlich weniger. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch haben und nachfüllen müssen. Stahlrohr und Draht. Stahlträger brauchst du. Kommen. Passt gerade. Wie sieht es bei dir aus? Hm. Okay, da muss ich definitiv ran. Blöd ist nur, ich will halt jetzt nicht von da oben noch die Rahmen mit hier runterbringen. Automatisch, weil... Das wäre dann doch ein bisschen viel, aber wir könnten die 40 noch dazu schmeißen. Jetzt gerade brauchen wir es akut nicht. So. Das haben wir. Seid ihr fertig hier? Wie sieht es hier hinten bei dir aus? Du bist auch fertig. Ha, guck mal. Dann gehen wir jetzt erst nach ganz vorne, bauen um. Indem wir sagen, ihr weg und ab da rein. So, da kommt's raus, geht darüber rein. Dann haben wir die Produktion da doch schon mal verdoppelt. Dann sagen wir, du Kollege, machst jetzt bitte Eisenbahn. Und du machst auch Eisenbahn. Und du machst auch Eisenbahn. Und ich bleib da hängen, dafür machst du Eisenbahn. Und hier, Kollege, du machst... Ihr werdet's raten können? Genau. Dann kommst du an und machst Eisenbahn. Und du machst auch welche. Und du machst auch welche. So, damit sind wir hier doch rum. Die kommen hier an. Und oben werden sie verarbeitet. Das läuft relativ flüssig. Das läuft hier relativ flüssig durch. Okay. Weil das natürlich da vorne jetzt auch erstmal voll werden muss, ne? Wie ist das hier? Da scheinen mehr anzukommen, als ich brauche. Was ja bedeuten würde, ich könnte theoretisch noch welche davor setzen, was ich irgendwie nicht ganz verstehe. Aber hey, ich verstehe so vieles nicht. Ich habe doch nicht falsch gerechnet, oder? 16 mal
30. Das würde ich auch nicht wissen. 16 mal 30. Hundertzwanzig. 240. 360 plus die 2x 120 von da oben. Plus die 2x 60 nicht. Ja, also 2x 60 sind 120, macht 480. Das heißt doch, eigentlich müsste das hier perfekt ankommen. Bis zum Ende. Und das dürfte eigentlich theoretisch nicht passieren. Obwohl, das könnte dann passieren, wenn noch nicht alle, wenn alle voll sind. Nee. Ja, es wird schnell genug durchgezogen. Okay. Also vorher langsamer werden lassen müssen. Egal. Alter, wenn hier so schön ist. Es ist schön, dass ich das alles hier habe. Ich meine, das bringt mir natürlich nur dann was, wenn ich es auch benutze. Da sind Kabel. Au. Okay, die machen das. Erstmal relativ fleißig, auch ein bisschen übertaktet. Schon mal, immerhin haben wir schon mal ein Fünftel bald. Da haben wir das Fünftel voll. Okay. Dann lassen wir das laufen. Die laufen durch, das wird da oben hingebracht. Das heißt, wir müssten da eigentlich weiterbauen, dass das mehr macht. So. Was hätten wir denn da, was alles gemacht werden muss? Wir brauchen die Platten, wir brauchen Schrauben, wir brauchen Stangen. Das sind eigentlich die Stangen auf dem Band so wenige. Na gut, die kommen mit zu dem anderen dazu und dann ist gut. Weil das ist ja voll. Wir sehen mit dem Schrauben aus. Okay, das läuft auf jeden Fall nicht rein. Wir haben auch noch Platz. Ja, oder das Umbauen wird hier wirklich ein Graus. Da muss ich mir sowieso was einfallen lassen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. 15 pro Minute. Also ich fange schon mal an so ein bisschen. Ich versuche zu rechnen. 12,5 pro Minute. Hier auf. Und 30 pro Minute. Ja. Also, wenn wir von allem eins hätten, ne? Wir haben 480 Barren. Ja. Und dann haben wir durch, Klammer auf, wir haben einmal die 30, die sind hier und die 12,5. Das heißt, wir könnten diesen Aufbau genau 8,34 knack mal machen. Also von jedem einen hinsetzen. Hätten wir... Gehen wir nur auf 8. Machen wir ein bisschen Überschuss, okay. Hätten wir... 24 Maschinen. Kommt mir das so wenig vor. So, wenn ich die Stangen doppelt so oft mache wie... Ist wieder alles blöd zu rechnen.
Ja, da überlege ich nochmal, wie ich das schön machen kann, dass das halbwegs vernünftig aufgeht. Das wird irgendwie vernünftig aufgehen, aber komm. Das jetzt im Kopf zu ballern, mal eben aus dem Stand, obwohl man das eigentlich heute noch gar nicht machen wollte. Ja. Aber was ich noch eben machen kann, bevor ich hier Schluss mache, ist den anderen kleinen Hinweis vom Spielkind mir angucken, mich drüber kaputt lachen und dann, ja, ne? Ihr wisst Bescheid. So, die Computer werden ja jetzt gebaut. Das heißt, ich könnte jetzt einmal wieder zum See runterfahren, fliegen, tuben. Und da die 300er Rohre, die ich gesetzt habe, ich Dulli, durch 600er ersetzen. Habe ich den genug dabei? Das habe ich dabei, das habe ich dabei, das passt. Ich habe praktischerweise gesagt, komm hier, da kannst du dann, wenn du soweit bist, 600 rausnehmen. Dummerweise packe ich nur 300 rein, obwohl die Pumpe 600 liefert. Aber auch das kriegen wir eben hin. Ist ja schnell gemacht. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir den Versuch auch erstmal abbauen. Der behindert uns nur. So. Dum-di-dum-di-dum. Da sollte ich auch mal überlegen, wie das aussieht mit den Kraftwerken, ob ich die jetzt umbaue auf, also da unten die quasi wieder abreiße oder stilllege zumindest und die verdichtete Kohle einfach nach hinten zum Strand leite. Ne, also hier hin, wo wir unser ganzes Ölgedönse bauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof. Weil dann hätte ich hier nämlich die Möglichkeit mit Turbofuel zu arbeiten. Den ich doch schon habe, oder? Ja, Turbotreibstoff. Weil, hier verdichtete Kohle, Treibstoff. Und gibt den Spaß. Das wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit. Produziert in Raffinerie. Also damit könnten wir... Okay. Schieß mich doch bis hier vorne. So, das sind ja auch alles nur 300er Rohre, die können wir auch schon mal abreißen nachher. Oder, also beim nächsten Mal, oder, also demnächst. So, das da vorne sind dummerweise 300er Rohre. Ich brauche aber 600er, damit das überhaupt richtig funktioniert hier. Also da ein 600er, da ein 600er und da, na, hoch ein 600er. Da oben kommt auf jeden Fall ein 600er runter. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich da oben auch quer ein 600er gelegt habe. Deswegen gucken wir uns den Spaß nämlich auch noch an. Da geht jetzt auf jeden Fall 600 rein und hier geht 600 raus. Der ist auch schon voll. So, sobald ich das hier anmache, würde das dann laufen, aber dafür brauche ich erst noch Kraftwerke. Und erstmal einen Weg, wo das Zeug wieder rauskommen soll.
Ja. So. Da ist noch ein Eisenklumpen. Ist doch Eisen, oder? Jo. Ja. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Tschüss.